Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich zur Aufrufung. Zweiter Versuch. Schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz im Nachgang an Playoff-Halbfinalspiel Nummer 4 begrüßen. Der Endstand für die Gäste aus Duisburg lautet 1:6. Zuschauer waren 4.632 in der Donauarena anwesend. Die Gäste entschieden auch die Serie für sich, und zwar mit 3:1 Siegen, ziehen somit in das Finale gegen den ERC Freiburg ein. Ich darf Ihnen die Trainer meiner Mannschaften vorstellen. Zu meiner rechten Füchse-Coach Uli Egen, zu meiner linken EVR-Trainer Doug Irwin. Wie immer gebührt das erste Wort dem Gast. Herr Egen, Ihr Fazit zum Spiel und zum Finaleinzug. Guten Abend zusammen. Unsere junge Mannschaft ist natürlich happy, dass sie den Finaleinzug geschafft hat. Wir haben hart dafür kämpfen müssen. Gegen eine sehr gut eingestellte Regensburger Mannschaft. Die haben uns eigentlich viel mehr Probleme gemacht, wie wir gedacht haben. Wir haben am Freitag gegen uns ein sehr gutes Eishockey gespielt in der Defensive, gut eingestellt vom Coach, vom Doug. Gut, heute muss man sagen, heute haben wir wieder genauso gespielt wie im ersten Spiel auswärts. Wir waren engagiert, wir hatten von Anfang an eigentlich das Ziel, nur hier zu gewinnen. Das hat man gesehen, wir haben eine Top-Einstellung gehabt, es hat eigentlich alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Aber wie gesagt, es war nicht so einfach, wie das jetzt aussieht. Das Ergebnis 2:6, 6:1 sieht so locker aus, wenn man das sieht. Die Presse hat auch geschrieben vor dem Freitagsspiel, dass das ja nur eine Frage des Spiels ist, dass wir gewinnen. Aber das war nicht der Fall, weil auch im ersten Spiel hat Regensburg hervorragend gespielt gegen uns. Freitag haben wir verloren, berechtigt. Gut, heute haben wir dementsprechend fokussiert auf das Spiel hingearbeitet. Und ich bedanke mich auch nur beim Doug, dass das Spiel eigentlich oder die Serie ziemlich fair über die Bühne gegangen ist. War hart zum Teil, aber nicht überhart oder brutal oder faul. Und das ist auch wichtig für unser Eishockey. Dankeschön. Danke, Uli Egen. Ja, Doug, dein Fazit zum Abschluss der Serie? Ja, guten Abend. Ja, ich glaube, heute das Spiel war enger als das Ergebnis. Also wir haben vielleicht einen schlechten Start gehabt, genauso wie das letzte Spiel in Regensburg. Zu viele Scheiben verloren in unserer Zone und gegen so eine abgeklärte Mannschaft, die nutzen das gleich aus. Aber die Jungs haben gekämpft, gearbeitet bis zum Schluss, muss ich sagen. Und im zweiten Viertel, wenn das Alleingang vom Heger reingeht oder vom Schreier, dann vielleicht dreht das Spiel. Also das ist nicht, dass wir keine Torchancen gehabt hatten. Also so war das überhaupt nicht. Das Spiel hätte viel enger sein können. Aber der Tormann von Duisburg war heute, das war seine beste Leistung in der Serie. Und bis zum Schluss, wir haben Torchancen keine aufgegeben, obwohl das Ergebnis nicht gut ausschaut. Ich glaube, die Spiel hat unsere Zuschauer genießen und wir haben wirklich eine super Saison gespielt. Wir haben mehr als unser Ziel erreicht. Und wir haben viel bewegt in Regensburg. Und heute wieder ein volles Stadion. Und das macht Spaß für die Jungs hier zu spielen. Und im Vergleich zu wo der Verein war vor ein Jahr oder vor zwei Jahren, das ist ein Riesenunterschied. Und wir sind auf einem guten Weg und wir machen weiter so. Also das ganze Umfeld passt und wir können wirklich was aufbauen hier. Und das dauert Zeit und du musst ein bisschen Geduld haben. Also das ist vielleicht drei Jahre her, dass Duisburg im Finale verloren hat gegen Tolz. Und die sind immer wieder eine gute Mannschaft. Und mit Arbeit mit jungen Spielern und die sind gute vorbereitete Spieler und die machen gute Arbeit. Und wir haben gegen eine gute Mannschaft verloren. Das muss man auch sehen. Und auch die Breite von der Kader. Also, wir waren heute vielleicht mit der Kraft ein bisschen am Ende, aber trotzdem, die haben hart gearbeitet und ich bin stolz auf die Mannschaft. Und gegen so eine Mannschaft zu verlieren, das bedeutet nichts. Das geht weiter nächste Saison. Und
wie gesagt, also danke für die Unterstützung von unseren Zuschauern von Anfang an. Diese Saison war wirklich überragend. Und nochmal, Uli, Gratulation und deine Sieg und deine Einzug in die Finale. Das wird ein tolles Finale, glaube ich. Wenn der Uli so nett ist, mir zwei Karten zu geben von den Freunden. Mit Sicherheit. Aber willkommen. Aber ich glaube schon, dass diese zwei wirklich gute Mannschaften von Qualität, aber auch von der Breite im Kader. Und das war vielleicht der Unterschied gegen Duisburg zwischen uns. Also, aber trotzdem, ich bin stolz auf unsere Mannschaft, was wir geleistet haben. Das Spiel, das wir gewonnen hatten, und viele hat uns keine Chance gegeben in Duisburg. Und wir haben ein viertes Spiel gezwungen, und das ist, was sie gehofft hat. Und die Jungs haben wirklich hart gearbeitet in den letzten Tagen, obwohl dort tut's weh und die Müdigkeit auch. Wir haben eine schwere Serie mit Peiding, eine schwere Serie mit Selb. Und wir stehen hier im Halbfinale und wirklich die Jungs haben alles gegeben. Danke. Ich möchte mir zusagen, weil ich bin ja auch ein deutscher Trainer und der Dank muss ich ein Kompliment aussprechen. In Regensburg spielen sehr, sehr viele junge, gute Eishockeyspieler. Das muss man sagen. Und die spielen auch sehr oft und sehr gut. Und so muss eigentlich das im Eishockey sein, im deutschen Eishockey, dass man in der Oberliga, ja, ist egal ob jetzt in Duisburg oder in Regensburg oder sonst irgendwo, die jungen Spieler einsetzt. Und da muss ich ihm Dankeschön sagen, für mich als Deutscher, das ist ein Kompliment an Regensburg und an den Coach. Die jungen Spieler, die waren einfach top, auch in Regensburg. Wir haben eine junge Mannschaft, aber die jungen Spieler in Regensburg haben auch eine Top-Leistung abgerufen. Vielen Dank bei den Trainer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Er wurde drüber. Vielleicht ganz kurz ein Blick voraus noch, irgendwie wichtig ist denn jetzt in den Aufstiegsspielen, also in der letzten entscheidenden Runde, wie wichtig wäre ein Aufstieg für euch, für euer Projekt, für euren Verein, für eure Mannschaft? Ja gut, ich meine, wenn man Lenz Nessery, das ja mein Teamchef ist und mein Chef ist und ich bin Head Coach, wir arbeiten zusammen tagtäglich auf dem Eis. Lenz ist ja mit auf dem Eis, er macht eigentlich mit mir alles zusammen, es ist 50-50 bei uns. Und wenn man zwei solche Leute holt eigentlich, die sagen, naja, also wir wollen aufsteigen, okay, und wir müssen, weiß ich nicht, aber wir wollen auf jeden Fall in die DL2 aufsteigen, weil Duisburg mit der Ketzen-Gruppe jetzt einen neuen Eigner hat und die wollen auch in die Bundesliga, also in die DL2 aufsteigen, und das ist eigentlich für uns wichtig, wenn wir nicht aufsteigen sollten, wenn Freiburg besser spielt. Okay, dann wird es kein Beinbruch sein für Duisburg, aber das Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Du kennst beide Mannschaften. Kannst du kurz sagen, was deiner Meinung nach für Freiburg und was für Duisburg spricht? Kann man das so beurteilen? Ja, wie gesagt, also das wäre tolle Finale, glaube ich. Das sind zwei gute Mannschaften. Und von der Breite der Kader und der konstanten Leistung, was Freiburg gespielt hat die ganze Saison. Und in der kurzen Zeit, also ich kenne die Duisburger nicht so wie Freiburg, aber ich bin auch beeindruckt von wie die arbeiten und wie die spielen. Also das wird sehr eng, glaube ich. Das wird sehr eng, aber vielleicht sind die Duisburger wegen unserer Serie vielleicht ein bisschen müde. Aber ich muss sagen, also Freiburg hat kein Spiel verloren in den Playoff und die haben eigentlich einen leichten Weg. Aber Playoff-Eishockey ist Playoff-Eishockey und kann viel passieren. Und ich bin sicher, dass Uli seine Mannschaft gut vorbereiten wird für die nächste Spiel. Und die haben schon ein bisschen Zeit zu regenerieren. Und also ich glaube schon, dass das eine sehr enge, hart gekämpfte Serie wird. Das war der Vorausblick, der Rückblick, du hast es kurz angesprochen. Ich denke, das Schönste jetzt war, sich vor heimischem Publikum verabschieden zu können und dieses vierte Spiel noch zu erkämpfen und
den Moment genießen zu können, denn wenn man länger die Regensburger Sportszene verfolgt, dann weiß man, dass wenn ein Stadion 20, 25, 30 Minuten nach Spielschluss noch so gefüllt ist, wie das heute der Fall war, dann ist das was, dann war was Außergewöhnliches zuvor. Also ihr habt was Außergewöhnliches geschafft, auch wenn jetzt am Ende kein Titel steht. Und ich glaube, das hat allen Spaß gemacht. Im Übrigen darf ich das vielleicht auch in eigener Sache mal sagen, uns Berichterstattern macht es natürlich auch wesentlich mehr Spaß als in den vergangenen Jahren mit all den Querelen und mit all den Schwierigkeiten finanzieller Art, die immer wieder zu bewältigen waren. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die größte Leistung, all das Negative weggespült zu haben, vielleicht die größte Leistung der Mannschaft in dieser Saison. Also danke. Also das ist, ja, wir wollten hier noch kein Heimspiel haben, aber und es war wichtig, dass wir in Duisburg gewonnen haben. Und aber wie gesagt, das ist die, so soll die Mannschaft verabschieden, so in Kulisse, und das haben die verdient. Aber das hat das ganze Umfeld, unsere Vorstandschaft oder sportliche Leiter oder die, alle Leute, wir hinter der Mannschaft arbeitet. Das ist wirklich hervorragend, dass wir das geleistet haben. Und wenn es Spaß macht für die Leute im Stadion zu kommen, dann das ist auch wichtig für den Verein. Und das ganze Negative, was wir die letzten Jahre, das haben wir hinter uns. Und wir denken an die Zukunft, und wir machen auch unseren Weg mit jungen Spielern, und wir wollen talentierte Spieler. Klar wird ein paar Spieler weggehen, aber wir sind auf einem guten Weg, und der Umfeld muss stimmen, dass Leute hier spielen will, dass die gute Spieler Interesse in Regensburg zu spielen haben. Und das ist wichtig. Wir wollten so schnell wie möglich eine gute Mannschaft haben, und wir haben, wie gesagt, mir ist unser Ziel erreicht, aber die tolle Zuschauerzahl, was wir die ganze Saison hatten, also das wäre DL2-Mannschaften ein Traum davon. Also, oder 5000 Zuschauer bei einem Playoff-Spiel, das hat nicht alle DL-Vereine. Und das ist wirklich, das ist eine gute Hockey-Town, heißt es, und wir sind auf einem guten Weg. Danke. Keine weiteren Fragen, dann darf ich zum letzten Mal für diese Saison die Pressekonferenz beenden, aber mit dem Hinweis, kommendes Wochenende gibt es noch eine große, große Abschlussfeier. Gebt uns ein, zwei Tage Zeit, alles genau fix zu machen. Wir veröffentlichen es zeitnah. Guten Start in die Woche, bis nächstes Wochenende. Vielen Dank, ciao, servus.